Patrick Schick. Baumgartlinger auf Baby. Florian wird, der wird auch nicht. Doch, der macht das Spiel. Gibt es auch Momente so, da muss ich auch nochmal realisieren, was bis jetzt schon alles geschehen ist. Weil es auch nicht immer ganz einfach ist zu glauben, wo man zum Beispiel vor 2 Jahren noch war. Und dann, man ist natürlich auch selber stolz, aber auch dann dankbar auch für Personen, die einem geholfen haben dabei. Grün-Weiß-Brauweiler. Ja, mit dem Platz verbinde ich ein Stück von meiner Heimat. Hier bin ich groß geworden, hier war ich früher mit meinen Jungs immer spielen. Hier habe ich das erste Mal richtig Fußball gespielt und ja, deswegen freut mich auch immer wieder, hier hinzukommen. Ich war auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt vorm Spiel, weil es das erste Mal war, dass ich in der Bundesliga gespielt habe. Meine Mitspieler haben mir ein gutes Gefühl auch gegeben, mir gesagt, dass sie mich unterstützen auf dem Platz. Und das haben sie auch gemacht. Ich bin einfach von Anfang an eigentlich gut ins Spiel reingekommen. Wir haben das Spiel dann am Ende gewonnen und ich glaube, das war dann am Ende auch für mich das Wichtigste, dass ich mein Debüt dann auch ja, erfolgreich einfach bestreite. Ich bin ein Teamplayer, ehrgeizig, will immer, dass meine Mannschaft gewinnt. Ich glaube, das ist der größte Unterschied einfach zwischen Jugend- und Männerfußball, dass es ja einfach viel intensiver ist und man deutlich weniger Zeit hat. Mir ist das aber eigentlich gut gelungen, auch dadurch, dass ich Tipps von meinem Trainer bekommen habe, von meinen Mitspielern, aber ich auch selber meine Stärken auf den Platz gebracht habe. Ich glaube, jetzt auch entwickle ich mich im Training auch immer noch weiter, weil ich immer alles gebe und meine Mitspieler auch. In Deutschland träumt jeder kleine Junge von, für Deutschland zu spielen. Unsere Mannschaft, wir hatten einen super Teamgeist. Wir haben uns gut auf das Turnier vorbereitet. Ich bin erst in der Endrunde dazugestoßen. Aber die Jungs haben mich dann gut mitgenommen. Ich habe meine Rolle dann auch gut gefunden in der Mannschaft und konnte dann auch ja, mit guten Leistungen meiner Mannschaft helfen. Und dass man am Ende dann den Titel gewonnen hat, dann hat man vielleicht vor dem Turnier noch gar nicht dran geglaubt. Aber im Endeffekt ist das ein Titel, den man mitnehmen kann und auf den man stolz sein kann. Meine Familie war auch im Stadion. Ich habe denen einfach auch viel zu verdanken. Es gibt viele im Moment, die gute Leistung bringen. Joao Felix mag ich gerne. Jude Bellingham von Dortmund auch. Phil Foden auch im Moment, geht auch richtig ab. Jamal auch, mit dem ich bei Deutschland zusammenspiele. Also es gibt viele im Moment, ja, die einfach gut spielen. Und das freut mich auch, einfach mit denen in einer Generation zu sein und vielleicht auch jetzt die nächsten Jahre immer weiter anzugreifen.